Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir sind hier gerade gegen Olivia, denn sie möchte nicht, dass wir Präsident Rose stören bei dem Gespräch von Deleon, wo schon irgendwie ein bisschen was, ein bisschen verkehrt ist. Ich dachte, ich konnte mich hier nur umgucken, aber anscheinend darf ich es nicht. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Ja gut, das war ja auch nicht schwer, ne? Und das offenbar ohne große Mühe. Ja. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Hallo. Aber hier endet unser kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Nö. Denn eins sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört, Alter. Dich nehme ich mir zuerst vor, Nilo. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Alter. Olivia vom Makrokosmos fordert dich heraus. Alter, voll Psycho. Frostetje. Okay. Kramor. Vielleicht nicht so gut. Ich glaube, das ist neutral. Ach ja, hier oben ist ja auch die Dynamax. Ach, das ist so gesehen nochmal ein, kann man sagen, Arenaleiter so ein bisschen. Sagen wir mal so Giovanni. Ja, sagen wir mal so Beispiel Giovanni, ja, von anderen Editionen oder so. Ja, so kann man es vielleicht sehen. Okay. Dann gibt es ja doch nochmal sowas in der Art. Ne, nur nicht in großen Ausmaß, aber mehr so in einem kleinen Ausmaß. Aber ja, besser als gar nicht, ne? Irrlicht. Gut. Machen wir einfach mal einen Feuerball, mal gucken. Ich hoffe, ich treffe. Und ich hoffe, es one-shottet. Wäre cool. Und? Yo. Level 50, ja, guck mal. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Bin mal gespannt. Anscheinend ist es ja noch nicht ganz vorbei. Ja. Na, du traust dich ja was. Wie kannst du nur mein Pokémon verletzen? Naja. Du hast doch mit Beef angefangen. Melotic. Bei Melotic ist Drache Wasser, ne? Wir können ja mal Kotomi probieren, mal gucken, was sie schafft. Mal gucken, was die schafft. Guck mal da. Siehst du mal eine Pusteblume? Finde ich knuffig. Aber immerhin mal Pokémon, die ich kenne. Hey. Okay, machen wir einfach mal einen Grasmecker. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich effektiv bin. Wasserring. Okay. Grasmixer. Mal gucken, wie viel Schaden das anrichtet. Ja, ist okay. Sollte lang. Genauigkeit sinkt, okay. Unbeugsam. Wirkt. Spezialangriff steigt. Oh, what? Die hat Überreste und so drin? Ah, ne, der Wasserring. Machen wir mal einen Blättersturm, mal gucken. Bodyguard. Ah, die schützt sich schon wieder, hä? Also alle, so gesehen. Gucken, wie lange es hält und gucken. Okay, Melotix, aber sie gut. Hätte ja sein können, dass das jetzt hier problematisch wird, ne? Aber hat ja gut funktioniert. Gut, was kommt jetzt? Amifra. Okay, das ist ein Pokémon, was ich nicht kenne. Ich hole einfach mal Riffex raus, ja? Ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ah, mal gucken. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Luck und ich... was ist das denn? Okay, machen wir. Also ich glaube, das ist selber Elektro, oder? Ah, Feuer. Okay. Schauen wir einfach mal, wie viel Schaden ich mit dem Ladungsschuss machen würde. Okay, gut. Scheint sehr squishy zu sein. Gut für mich, ha? Huh? Okay. Und was kommt jetzt? Friual. Auch ein Pokémon, was mir jetzt nichts sagt. Wir können einfach mal Katapultra rausholen. Ich glaube, das haben wir so gut noch gar nicht groß gesehen. Einfach, weil es vom Level wesentlich höher ist als alle anderen bei mir. Aber naja, liegt daran, dass ich noch die Entwicklung mit drin haben wollte. Ach, das kenne ich, das Vieh. Aber ich weiß nicht, ob ich... Können wir mal Drachenpfeile machen. Ob ich damit jetzt groß im Vorteil bin. Ich denke nicht. Ja, gut. Trifft ja zweimal. Boah, immerhin. Haben wir guten Schaden angerichtet. Akrobatik. Okay, solange es nicht sehr effektiv ist, bin ich safe. Gut, machen wir einen Drachenpuls. Ich glaube, das sollte reichen. Ich schätze, das sollte reichen. Yeah. Sehr schön. Okay. Ach ja, der hat ja auch sowas wie Überreste. Muschelglock. Ah, ja, Riffex 61. Nice.
Deponitox. Sagt mir auch was, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was es für ein ist. Ich nehme einfach mal Kalmalm. Ich weiß gerade nicht, was genau ist. Der Name sagt mir was, aber... selten. Aber der Name was sagt, aber das Pokémon nicht. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt bei mir. Das ist mein letztes Pokémon? Echt? Ich drehe gleich durch. Ja. Ich glaube, das ist... Ach, das ist das Ding. Ja. Okay, die Müllhalde. Ja, wie gesagt, das hat mir was gesagt. Ich weiß jetzt nicht... Ach, die macht die Gigamax. Okay. Dann machen wir Gigamax. Alter, eine Riesenmüllhalde. Guck mal, der hat halt ein ganzes Spielzeugschiff drin. Alter. Okay, da werde ich jetzt natürlich nicht viel Schaden machen, beziehungsweise kann es sein, dass er mich... Ich glaube, mit Lehmschelle oder so würde der... Oh, ich bin schneller, lol. Oh, wow, der kriegt aber gut... Schaden. Und das ohne meine Gigamax. Okay, das ist schon okay. Dann könnten wir das eventuell, wenn ich jetzt noch überleben sollte, es mit ihm auch finishen. Okay, sehr effektiv. Das ist ein bisschen uncool. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Gigamaxe mit ihm und nochmal einen Wasserdurchstoß mache, ich glaube, dann sollte es viel besiegt sein, oder? Wenn ich ja schon jetzt so viel Schaden gemacht habe. Ohne... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Machen wir einfach mal. Mal gucken. Einfach mal, um es noch episch lassen zu wirken. Machen wir auch mal Gigamax. Dynamax. Was ich mich immer nur ganz halt frage, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Flut... Okay, oh, der ist schneller. What? Oh, shit. Okay, ich hoffe, ich überlebe's. Oh gut, ich überlebe. Wie überleben wir das denn, wenn ich mir so teilweise die Attacken angucke? Und wir stehen da genau unten. Nur jetzt, guck mal bei der Flut jetzt, warte. Und wir stehen da genau in der Mitte, ja? Und guck da! Wir müssen in der Theorie voll weggespült werden, aber okay. Guck mal, es regnet sogar. Ist das nicht schön? Und da explodiert er wieder. Okay, und Libero erreicht Level 60. Nice. Yay. Tja, kacke gelaufen, ne? Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Naja, bis jetzt warst du... Wenn ich mal der Stärkste. Ich muss sagen, Roy hat mir, glaube ich, mir am meisten Probleme bereitet, oder? Ich bin, weiß es gerade nicht. Nee, war nicht Roy. Irgendein anderer Arena-Leiter. Ja, wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen, aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Nilo. Wie du deinem Kramo all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt was? Wir haben immer mit Kramo gekämpft, Mann. Aber gut, danke. Es ist echt, es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Aber die Leon, das habt ihr jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Gala-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es noch immer nicht. Und du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Gala-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit ist hier begrenzt und genau deshalb zählt jetzt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um diesen Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für uns alle schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Delion,
Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden, war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ned uns geholfen und Mary und Team Jell auch. Nun, tut mir leid, dass du viel Ärger wegen mir hattest, Hopp. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Hallo? Ich hoffe, Sie sehen die Kämpfe morgen an. Liga Präsident Rose, dieses Turnier wird in der Geschichte Galas eingehen, so viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in der Geschichte Galas einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Na ja, bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Aber okay. Am Abend des nächsten Tages. Hi. Es ist soweit, und? Hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Du bist Nilo, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, tun Sie ja nicht so, als würde gestern nichts passiert. Mein Partner Gortrom und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellte der Pokémon-Liga folgen Oliviers Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rückblick auf Verluste. Offenbar hatte sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als könnten wir ihr vertrauen, Nilo. So, jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Okay. Soll ich dich zum Score City Stadion? Ja, Mama. Gut, dann lass uns gleich losgehen. Ja, wenn meine Pokémon noch geheilt sind, bin ich dabei. Ansonsten muss ich wieder raus, sorry. Aber ich schätze mal, ne? Ah ja, ich bin direkt hier unten. Okay, cool. Sind die denn soweit geheilt? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, das sieht fantastisch aus. Gut, sehr schön. Okay, muss ich jetzt nochmal mit allen quatschen? In der Theorie könnte ich hier nochmal mit allen quatschen, aber ich glaube, das bringt nichts, oder? Pokémon Snacks, Pokémon Getränke, was darf's denn sein? Jede Fehler, den Challenger macht, wird sofort von 1000 Fans gesehen. Achso, das ist ja okay, das hatten wir schon. Okay, hat sich nichts geändert. Okay, gut. Hello. Hallo, Nilo. Und da wären wir im Score City Stadium, den krassesten Stadion in Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Ja, werden wir sehen, ne? Los, meld dich an. Ja, mach ich. Kein Stress hier. Keine Panik auf der Titanic. Ich melde mich an. Kreischt das ja Nilo? Ja, das Baldium, hallo. Mit meinem Traumball lassen sich schlafende Pokémon noch leichter fahren. Dieser Ball wartet nur darauf, eingesetzt zu werden, wenn man über Pokémon verfügt, die Hypnose oder gerne beherrschen. Schon faszinierend, was alles so in einem Ball steckt, oder? Ach, hab ich den schon? Achso, okay. Gut, gib alles. Ja, ja. Hallo. Ich schätze, der Champ wird seine Siegesstellung weiterhin vorsetzen. Das Team von Nilo wirkt zwar ziemlich ausgeglichen, aber ich glaube nicht, dass er das Zeug dazu hat zu gewinnen. Naja, ja, ja, mal abwarten, ne? Hallo. Hallo Nilo, wir haben auf dich gewartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst, triffst du als nächstes mit 7 Arenaleitern zum Finalturnier an. Oh Gott. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, triffst du schließlich das Champ gegenüber. Möchtest du im Wartebereich betreten? Am liebsten würde ich damit lieber in einem Separat anfangen. Aber ja, wir können schon mal dahin gehen. Gerne bitte, hier entlang. Ja, ja, danke, danke. Ja, dachte ich mir. Weil kommen wir schon mal so ein bisschen zwischen 10 und so. Ah, ne, ist auch nochmal. Okay. Kann ich ja mal mit allen reden. Mein Ziel? Gewinnen, würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikeford. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Ha, du bist der Beste. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena-Challenge war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weißspüler. Jetzt wird ernst gemacht. Okay. Ah, Roy. Ich werde das Finalturnier gewinnen und mir so das Recht erkämpfen, Deleon herauszufordern. Nur so kann ich mich bei Duraludon und meinen anderen Team-Pokémon berührend bedanken.
Na, ich glaube, so weit wird es diesmal nicht kommen. Seltsam, mein Herz rast vor Aufregung, aber das ist sicher nur Vorfreude. Ja, wer weiß. Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy, das ist ja nicht mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Gegen mich kämpfe ich ihn zuerst. Mit der Konkurrenz mache ich kurz einen Prozess, du wirst schon sehen. Mein Pokémon und ich werden beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich stelle mich stets hinter neue Herausforderungen, damit als Pokémon-Trainer nicht irgendwann auf der Strecke bleibe. Wenn du immerzu versuchst, über dich selber hinauszuwachsen, ermatten dein Glanz nie. Aha. Kann ich auch gucken, gegen wen ich kämpfe? So, hier so? Kann ich da gucken? Nee. Ich würde auch gerne wissen, gegen wen ich kämpfe. Gegen wen kämpfe ich denn? Die Öffnungszeremonie des Finals beginnt gleich. Bitte gib dich zum Kampf dazu, sobald du bereit bist. Ja, das machen wir im nächsten Part. Hast du nicht zugehört? Entschuldige, aber hier haben nur unbefugte Zutritt. Ja, super toll. Hä? Ich will wissen, gegen wen ich kämpfe. Wenn er weiß, dass er gegen Roy kämpft, gegen wen kämpfe ich denn? Naja, gut. Gut, dann beende ich den Part jetzt aber hier und im nächsten Part machen wir dann uns zum Finalturnier. Ich freue mich schon. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao.